ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Ausstellung Yayoi Kusama, A Retrospective, A Bouquet of Love I Saw in the Universe. Zu gerne würde ich Sie heute hier persönlich begrüßen, aber wir sind in einer Ausnahmezeit und so freue ich mich, dass wir uns zumindest digital hier sehen können. Und wir stehen in dieser unglaublich neuen Installation von Yayoi Kusama für unseren Lichthof hier im Gropiusbau, die auch der Ausstellung den Titel gegeben hat. Ich freue mich, dass Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele, gleich ein paar Worte zu uns sagen wird. Die Ausstellung ist die erste umfassende Retrospektive der Künstlerin in Deutschland. Mit mehr als 250 Werken in 19 Räumen kann man die Ausstellung und das Werk der Künstlerin hier bei uns erfahren. Bevor wir nun aber starten, möchten wir Ihnen eine Nachricht von Yayoi Kusama, die an Sie gerichtet ist, überbringen. I have devoted my entire life to painting and creating, putting it all on the line each day as I rise to the challenge of art. My art, which is everything to me, is ever aflame with infinite love for the universe. Ach so, wir hören Sie jetzt and this wonderful wir hören fire nichts, ne? Still burns. Nee, wir hören nicht. To flash through time unto death and then to live on forever, a paean to beautiful love for the glory of humankind. Such is the highest aspiration of my art. Having offered up heart and soul to the universe, devoted to this mystery of artistic creation and mindful of all that is here in this very moment, I invite you to stop and see for yourselves. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute Sie begrüßen dürfen zu dieser Ausstellungseröffnung, zu dieser großen Retrospektive der ersten großen Werkschau von Kusama in Deutschland und kuratiert von der Direktorin dieses Hauses, des Gropiusbaus. Ich bin sehr froh, weil es in diesen Tagen unter mehrfacher Hinsicht besonders begrüßenswert ist, dass diese Ausstellung stattfinden kann. Das eine ist natürlich, dass Sie ein großes Bouquet der Liebe nach Berlin bringt in Zeiten, die unter herausfordernden Vorzeichen stehen. Wir sind alle konfrontiert mit drohenden Lockdowns, mit sehr vielen Einschränkungen unserer Lebensfreiheit, auch sehr vielen Momenten, die uns oft die Freude am Leben zu rauben drohen. Da ist Kusamas Ausstellung ein Vademekum, etwas, das uns Kraft gibt, das uns auf die Kraft des Lebens selber aufmerksam macht, und zwar in einer sehr konzeptionell besonderen Weise. Kusama ist, man kann es sagen, Popkultur geworden. Sie ist eine der populärsten Künstlerinnen der zeitgenössischen Kunst, und zwar seit langem. Sie ist aber gleichzeitig auch eine Künstlerin, die Spielregeln der zeitgenössischen Kunst entscheidend mit verändert und geprägt hat. Sie wissen, dass für viele Künstler die Art, wie wir ihre Bilder in der Ausstellung gehängt erleben, also die Ordnung der Objekte in einem Ausstellungsraum von entscheidender Bedeutung ist. Es gibt aber auch eine Tradition in der Kunstgeschichte, die den Raum selbst in der Gesamtgestaltung als ein Kunstwerk entwickelt hat, betrachtet und sozusagen den Werkbegriff insofern auf das Ganze ausgedehnt hat, auf das Environment, in dessen Zentrum im Falle von Kusama eben die Künstlerin selbst von Anbeginn an gestanden hat. Und die besondere Leistung der Ausstellungskonzeption von Stefanie Rosenthal ist unter anderem, diese in der Regel doch sehr vergänglichen, sich nicht bewahrenden Ausstellungsräume, die ja doch als Werke zu betrachten sind, wieder rekonstruiert zu haben, zumindest in wichtigen eckpunkthaften Arbeitsformen, die Kusama in diesen letzten Jahrzehnten, in diesen vielen Jahrzehnten ihres Schaffens entwickelt hat. Das heißt,
Die Ausstellung schafft so etwas wie Zeitinseln. Sie holt zurück, was man im Leben eigentlich nicht nochmal sehen kann, weil Ausstellungen vergängliches Gut sind. Und zugleich erlaubt sie uns, in diese Räume einzutauchen, die Kusama genau zu diesem Zweck gestaltet hat. Als Räume, die Unendlichkeitserfahrungen vermitteln, die Entgrenzungsmaschinen sind. Und begleitet wird diese Ebene der Ausstellung von einem Zeitpfeil, durch den die Ausstellung kontextualisiert, wie die Entwicklung der Künstlerin verlaufen ist, aber auch eingebettet ist in die Entwicklung der Zeitgeschichte und der Kunstgeschichte. Insofern ein sehr besonderes, sehr spezifisches Ausstellungskonzept. Ich freue mich, dass wir das in dieser Komplexität, in diesen doch sehr schwierigen Zeiten auf die Beine gestellt haben. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Stefanie Rosenthal und das Team des Gropiusbaus das in diesen von großen Unsicherheiten geprägten Zeiten so geschafft hat, wie wir das heute erleben können. Die Ausstellung hat mehrfach ihren Zeitpunkt verändert. Wir haben viele Konzeptionen anpassen müssen. Es gab Transportschwierigkeiten. Ich will die Umstände gar nicht vertiefen, die hier gemeistert wurden. Aber sie sind zu einem guten Ergebnis und zu auch Ergebnissen gekommen, die wirklich etwas Spezifisches für unser Haus und für diese Ausstellung geschaffen haben. Es ist mehr als nur ein Rückschau, sondern es ist auch die Entdeckung von ganz neuen Arbeiten der Künstlerin. Für mich wird ihre Arbeit jeden Tag aktueller. Ihr gesamtes Werk wird durch das, was wir als Verletzlichkeit der Biosphäre und auch als holistisches Denken, das als eine Reaktion auf diese Krisenerfahrung, in der wir uns gerade befinden, entsteht. Mit all dem ist Kusamas Werk verbunden und auch das macht die Ausstellung spürbar, dass der immersive Charakter ihrer Arbeit, aber eben auch der gegenwartsbezogene Charakter zu unseren Herausforderungen in unserer Zeit ganz deutlich wird. Insofern freue ich mich auf diesen zunächst virtuellen Rundgang, den wir gleich durch die Ausstellung machen können und möchte mich nochmal auch bedanken für die besondere Unterstützung von Seiten Monika Grütters und einem neuen Fonds, der die Ausstellung überhaupt ermöglicht hat. Und dieser großen Leistung von Stefanie Rosenthal und dem Team. Vielen Dank und viel Vergnügen. I wanted to start a revolution, hat Kusama einmal gesagt. Und ohne Zweifel ist sie ihrem eigenen Anspruch gerecht geworden. Und was ich jetzt gerne machen möchte, ist Ihnen einige Installationsansichten zeigen, kurz etwas dazu sagen und dann würden wir in einen digitalen Rundgang übergehen, wo Sie etwas mehr von der Ausstellung noch sehen können und im Anschluss werden wir mit Pablo Larios, unserer Leitung Kommunikation, noch Ihre Fragen beantworten, die Sie uns vorab freundlicherweise schon zugeschickt haben. Vielen ist Yayo Kusamas künstlerisches Werk bekannt, aber nicht so sehr ihre wichtige Pionierrolle. Und deshalb war es uns wichtig, hier in dieser Ausstellung in einem chronologischen Ablauf mit 8 Schwerpunkten diese unterschiedlichen Aspekte ihrer Happenings, Malerei, Skulptur und auch immersiven Installationen, die sie schon in den frühen 60er Jahren begonnen hat, zu zeigen. Schon sehr früh hat sie Grenzen zwischen Kunst, Alltagserfahrung aufgehoben und wurde als Person selbst zum Kunstwerk. Wir haben uns als Struktur der Ausstellung überlegt, dass wir 8 Installationen, die Kusama selbst inszeniert hat, in der Ausstellung mit Hilfe von dem Archiv des Studios und unseren Architekten Andreas Lechthaler Studio so gut wie möglich rekreieren und so Ihnen wirklich das Gefühl geben, dass Sie den Blick und auch die Perspektive der Künstlerin erfahren können. Die erste Ausstellung und auch der erste Raum in der Ausstellung ist Matsumoto, ihre Ausstellung, die sie in ihrem Heimatort realisiert hat von 1952. Und hier sieht man auch, wir haben mit diesen großen Prints in der Ausstellung immer wieder ihre eigenen Installationsfotos gezeigt und hier zum Beispiel angedeutet, wie eng sie schon damals die Werke gehängt hat. Sie hat also 270 Arbeiten schon 1952, als sie gerade erst 20 war, in diese Ausstellung gepackt. Und eine Ausnahme ist hier dieser Print, weil sie normalerweise auch selber in ihren Installationsfotos immer da ist, als quasi Platzhalter für ihre Besucherinnen, um ganz klar auch darzustellen, dass sie möchte, dass wir uns mit diesen Arbeiten auch wirklich verbinden. Sie hat dann gleich darauf, Anfang der 62er Jahre, als sie nach New York gezogen war, ihre erste große Ausstellung gemacht mit Skulpturen, 1000 Boat Show.
wo Sie zum ersten Mal Alltagsgegenstände mit Skulpturen, Softskulpturen verbindet, mit phallischen Formen, umgeben von Tausenden, wie sie selber sagt, Plakaten. Kusama war zu dem Zeitpunkt in New York berühmt für ihre Infinity-Net-Paintings, für ihre Accumulation-Sculptures, für ihre Performances, aber nicht nur in New York, sondern auch in Europa. Und so haben wir uns zur Aufgabe dieser Ausstellung gemacht, die ja die erste umfassende in Deutschland ist, zu zeigen, welche Präsenz Kusama auch Mitte, Ende der 60er Jahre in Europa und Deutschland hatte. Und so ist ihre Ausstellung in der Galerie Thelen, Driving Image Show, ein Beispiel dafür, wie sehr sie im deutschen Raum auch bekannt war. Hier sehen wir sozusagen die Figuren mit den Infinity-Nets überzogen. Hier auch sozusagen das, was sie sozusagen als Food Obsessions bezeichnet, die Pasta am Boden, das sozusagen der Alltag. Und hier auch ganz schön immer wieder Kusama, wie man in der Ausstellung sieht, wie sie selber sich mit diesen Arbeiten sozusagen in Verbindung setzt. In einem Film sieht man, wie sie selbst eine Zigarette mit Polkadots raucht. Kusama ist sicherlich vor allem bekannt für ihre immersiven Installationen und so ist einer der Highlights in der Ausstellung der Mirror Infinity Room Pumpkin, ein großer gelber Raum mit schwarzen Punkten, der in der Mitte einen Spiegelkubus hat, in dem wir diese unterschiedlich geformten Kürbisse sehen. Und mit dieser Ausstellung war sie dann auch 1993 in Venedig im japanischen Pavillon vertreten. Kusama ist Anfang der 70er Jahre von New York zurück nach Japan gezogen, hat dann dort sozusagen erstmal einige ruhige, fast zurückgezogene Jahre gehabt und wurde dann sozusagen Mitte, Ende der 80er Jahre hat dort wieder zu neuer Anerkennung gefunden und dann sich sozusagen ja über die Präsentation im japanischen Pavillon dann heute zu der bekanntesten japanischen Künstlerin entwickelt. Ein anderes Highlight in unserer Ausstellung ist ohne Zweifel der neue Infinity Mirror Room, den sie für uns realisiert hat. Und hier sieht man, wie sie auf wirklich einmalige Art und Weise durch Lichter und Lichterkugeln ein sozusagen Polkadot-Painting in den Glasspiegeln kreiert. Und wir befinden uns in diesem sozusagen Raum und so gibt sie uns wirklich die Möglichkeit, ja fast das Gefühl von Unendlichkeit real empfinden zu dürfen. Kusama glaubt an die Kraft der Kunst und gerade in dieser Zeit, in der wir uns befinden, ist eine Ausstellung wie diese besonders wichtig. Und so ist der letzte Raum, den wir in der Ausstellung haben, mit ihren ganz, ganz neuen Paintings, Gemälden, ein Abschluss, der für Yayoi Kusama besonders wichtig war. Denn ihre neuen Gemälde, und hier ist es wirklich so, dass die letzten Gemälde erst vor einigen Wochen entstanden sind, für sie auch der Gruß in die Welt ist und der Wunsch sozusagen nach Heilung und auch, wie sie selber sagt, dem Ende der Pandemie. Nun laden wir Sie zu einem kurzen Rundgang ein. Bevor wir dies tun, möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bei den Menschen bedanken, ohne die diese Ausstellung hier im Gropiusbau nicht hätte stattfinden können. Natürlich Yayoi Kusama, die uns über die gesamte Zeit unterstützt hat, nicht nur mit ihrer positiven Energie, auch mit zahlreichen Leihgaben. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei ihrem Studio bedanken, das uns hier bei der Installation unterstützt hat, aber auch bei der Archivarbeit. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei den großzügigen Leihgebern bedanken, denn ohne diese wäre eine Ausstellung und deren Großzügigkeit auch gerade in dieser unsicheren Situation Leihgaben in dieser Menge zur Verfügung zu stellen, nicht möglich gewesen. Natürlich an Frau Professor Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, für die Übernahme der Schirmherrschaft. Ich möchte mich beim BKM bedanken, dass wir neben vielen anderen Institutionen durch Neustart Kultur während der Pandemiezeit Unterstützung fanden. Ich möchte mich für die Förderung vom HKF bedanken, dass wir die erste Institution sind, die eine Förderung für publikumswirksame Ausstellungen bekommen haben, was wirklich diese Ausstellung erst möglich gemacht hat. Ich möchte mich natürlich bei Thomas Oberender bedanken, der auch die Höhen und Tiefen mit uns getragen hat und dem herausragenden Gropiusbau-Team, das in diesen letzten Wochen
und man muss fast sagen, Jahren diesen Druck mit ausgehalten hat und sich heute gemeinsam mit uns freut. Ich möchte mich bei Art Mentor Foundation in Luzern bedanken, dem Sparkassen Kulturfonds, des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Beide haben uns durch ihre Flexibilität und Bereitschaft mit den Daten, so wie es im Moment umgehen konnten, unterstützt. Und das hat uns den Rückhalt gegeben, diese Ausstellung auch wirklich hier nach Berlin bringen zu können. Ich möchte mich auch bei den Unterstützern von LAS Light Art Space bedanken, sowie den Galerien OTA Fine Arts, Victoria Miro Gallery und David Zwirner, die uns auch über diese letzten 2 Jahre die Möglichkeit gegeben haben, die Ausstellung zu realisieren. Andreas Lechthaler Architecture für die wunderbaren Räumlichkeiten, die sie für uns geschaffen haben, und Melanie Moose Design für die Grafik und den herausragenden Katalog. Nun werden Sie einen kurzen Rundgang sehen und danach kommen wir zurück, um das Q&A zu machen. Herzlichen Dank. A bouquet of love I saw in the universe. It is the first comprehensive retrospective in Germany of work by Japanese artist Yayoi Kusama. The exhibition is an extensive retrospective of work by Yayoi Kusama, spanning more than 70 years and various media. The exhibition aims to broaden our understanding of Kusama's work to include her lesser-known European years, whilst also presenting an expansive overview of her entire oeuvre. The exhibition includes a newly realized infinity mirror room and a newly commissioned site-specific work for the atrium. Among the late paintings are also works that are shown for the first time. Right now, we're in the installation, A Bouquet of Love I Saw in the Universe, a massive installation in the atrium of the Gropius Bau Kusama did especially for her exhibition here. It's in our atrium, so it's the first thing our visitors see. And you have this wonderful 16 tentacles growing up into the ceiling. The highest one is 11 meters. So the retrospective is covering 80 years of her work. We start with the very early drawings from the 1940s up to today. One of the exciting aspects of this show is really that we're recreating 8 of Yayoi Kusama's exhibitions. We're showing our visitors how Yayoi Kusama herself has hung and presented her work, from performances to paintings to drawings to sculptures to installations. And in the exhibition, we will also show some archival materials and films she made over the last 80 years. Yayoi Kusama is born in 1929, and this exhibition in 1952 was one of her very early shows in her own hometown. She presented 270 paintings in one small exhibition, and you can see that already then she had decided as a very young artist to present the work in a way that she immerses her audience completely. So it's really unique that we're showing these very early work of Yayoi Kusama, like this painting here from 1950. And I'm especially excited about these works because you really see how she engaged with kind of botanical motifs, how she looked at flowers, and how the work basically she now is painting is really connected to these very early two-dimensional work. Our exhibition calls attention to Kusama's work in Europe and Germany. Kusama's work was first shown in Germany in Leverkusen in 1960. In 1966, Kusama staged her driving image show at Gallery M.E. Thelen in Essen. It was her first step toward completely merging the surrounding environment with her own works to create an immersive experience. What you see here are parts of that installation with these figurines, which have the famous pattern of the infinity nets, as well as the furniture and the chairs, where you really feel that that idea of the infinity is basically overgrowing a whole environment. It is without doubt that since the late 60s, mid-late 60s, Kusama was very present in Germany and in Europe, and says herself that her activity here had an important impact on her own artistic development. So while she did important performances in New York in the mid and late 60s, she also realized one of her first naked festivals here in Europe in the Netherlands near Den Haag.
And what I really love about this installation is that Yayoi Kusama herself engaged with it. We're showing also a film where you see Yayoi Kusama in this installation smoking a cigarette which even has dots on it, and you'll have that cigarette right here in the ashtray. Kusama opened her exhibition Aggregation 1000 Boat Show in 1963. Visitors entered through a narrow, dark corridor. They emerged into a brightly lit room containing a large wooden rowing boat covered with phallic objects. These phallic objects became known as her accumulations. This exhibition was important because it was the creation of Kusama's first environment. Kusama was interested in literally merging with the works. She placed herself into her installations. This suggests a certain will to become one with the work. What's very characteristic for Yayoi Kusama's work is that she always showed herself in her installations. I don't think it's so much about, you know, she wanted to be in it, to be seen, but much more to be a placeholder for the people who got to experience her work. So in a lot of these prints in the exhibition, we show Kusama in her work to really make the audience feel that it is about a very close connection between the body and her sculptures. And you see her here in one of her very first infinity mirror rooms, Fallis Field, where she's using the very typical form of the penis as a soft sculpture. And at the same time, she implements the polka dots, which also becomes of one of her kind of signature forms for her entire work. Kusama launched her own fashion label in 1969. Her designs often featured polka dots, but Kusama did not simply enter the fashion world. She started many businesses too. Kusama once said, "Become one with eternity. Obliterate your personality. Become part of your environment. Forget yourself." So one could say that Kusama has really preempted the selfie culture we're living in today. So this kind of being in it and showing yourself in a certain space is something which she has done from the early 60s on. So a focus of our exhibition here at the Gropiusbau are these immersive spaces of Yayoi Kusama. And she wants her audience to get lost, and you kind of wander around, look at the ceiling, the walls, the floor, and you can feel that infinite space which is opening up through the use of the polka dots, but also the mirror. She kind of realizes this feeling of disorientation, nearly dizziness. Kusama's installation with polka dots are shown all over the world, but this work really has a very interesting history because it represents the work she was showing in 1993 in the pavilion of the Venice Biennale to represent her own country, Japan. And that's so important for her because for years she tried to get recognition also in her country. It is thanks to the curator, Akira Tatehata, that that was possible. For many years, he was working on the fact that he can show her as the curator of the Venice Biennale in the Japanese pavilion. And if you look here through that hall, you'll see lots of illuminated, larger and smaller pumpkins on a mirrored floor. You see in the exhibition here at the Gropiusbau really that Kusama has that interest in creating a completely parallel world. And she started to do that in the 60s and continued to do that in the 80s. And the exhibition we're seeing here, that's the first basically room of the exhibition she did in 1983 in Tokyo in a building which was called Jardin de Luzen. And that show happened kind of roughly 10 years after she returned to Japan from New York. And what is so fascinating with this exhibition is really that she manages to take over two floors of that building. And you can see how she puts her work everywhere, in shelves, on pianos. And you also see in this exhibition her focus on painting again. Right now, I'm in the new work of Yayoi Kusama, her new infinity room, which she did for our exhibition here at the Gropiusbau.
It has a beautiful title, which really also tells a story by itself. It's called The Eternal Infinite Light of the Universe, Illuminating the Quest for Truth. It's an installation where she, for the first time, finds a completely new form within the Infinited Mirror Rooms. It's the first time that she's playing with these floating light balls, which are constructing the work only if you look into the mirrors. And so it becomes a real infinite universe of polka dots, stars, and in her case also every star who's basically the stand-in for a human being. Since the early 2000s, Kusama has focused on painting. Her most recent series of paintings she began in 2009. She loves to cover as much space as possible in any one room. So here in this last room of our exhibition, we brought together over 50 of her paintings. So her most recent work you can see in this space. And that was very important for Yayoi Kusama, and she was actually the one who defined the amount of paintings she wanted to show in this room, and also that it really has to be this all overhang to have the feeling we're completely immersed in this kind of visual language of her. And you really see all the different kind of languages and forms she has developed over the last 70, 80 years. What's especially exciting for us is that she decided to show her most recent paintings. So some of these paintings here are really only a few months old. And when I visited Kusama last time in Tokyo, she was just about to finish some of these paintings. And when I entered her room, she was sitting there and she kind of lifted her arms and she said, "Berlin, Berlin." And she was very excited to show these new paintings. And so now you really, in this room, you really see works she's just finished a few months ago. We at the Gropiusbau really look forward to welcome you personally to see this exhibition with about 300 works. For you, we put together a retrospective which is the most comprehensive which has ever been done in Europe of Yayoi Kusama's work. Ja, hier sind wir wieder in der wunderschönen Installation von Yayoi Kusama im Gropiusbau, A Bouquet of Love I Saw in the Universe. Pablo Larios, unsere Leitung Kommunikation, hat uns jetzt hier in der Installation ist hier hinzugestoßen, und bevor ich an ihn übergebe, würde ich gerne auch noch kurz erwähnen, dass der Katalog jetzt natürlich auch erhältlich ist mit zahlreichen Essays und auch die Recherche der Ausstellung dort nochmal vertieft ist. Herzlichen Dank. Thank you, and welcome. You know, one of the opportunities that the fact that we're doing a digital press conference presents is also the possibility of welcoming an international crowd of journalists who are tuning in from all over the world. And for that reason, we decided to invite accredited journalists to send in their questions in advance. And we have done a selection of questions that we feel most, sort of the most comprehensive, which I will be posing to Thomas Oberender and Stephanie Rosenthal. Just a few words about our digital sort of program. We have presented the walkthrough video for the exhibition, as well as a digitorial that is now accessible on gropiusbau.de, in addition to the catalog and anything that a number of other sort of digital products that we're presenting, including a sort of 3D walkthrough that's in process. On that note, I would just open it up for the questions that we've selected, and maybe begin with Stephanie. Was there a lot of input from Kusama about the curation process? Wie lief der Kontakt zur Künstlerin? Hat sie Vorgaben gemacht? Also Kusama hat sich vor allem für ihre eigenen Gemälde interessiert. Sie war so involviert, dass sie natürlich das Konzept der Ausstellung absegnen wollte und uns dann aber ganz klare Anweisungen vor allem gegeben hat, wie wir sozusagen den Raum mit ihren ganz neuen Gemälden präsentieren sollen. Ich habe sie ein paar Mal getroffen, als ich nach Tokio gefahren bin. Und das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, habe ich sie auch besucht in ihrem Studio. Und da war sie auch gerade dabei, Bilder zu malen, die wir jetzt zeigen. Und als ich reinkam, hat sie ihre Arme hochgehoben und hat geschrien, Berlin, Berlin. Und es war also ganz rührend, muss ich sagen.
Okay. Wie bildet die Ausstellung Yayo Kusamas künstlerische Biografie ab? Also, was unser Anliegen der Ausstellung wirklich war, ist auch zu zeigen, wie stark sie in Europa präsent war. Das heißt, wir haben gerade dort in der Biografie nochmal eine Vertiefung gemacht, aber grundsätzlich ist die Ausstellung chronologisch präsentiert. Das heißt, von ihrer sehr frühen Ausstellung 1992 bis zu den ganz neuen Gemälden, die wir jetzt von 2021 haben. Eine Frage zu Thomas Oberender. Do you feel that the immersive experience that Kusama's works offer visitors can help us reconnect with art and with each other after the pandemic? I would say there are several levels of immersion in her artworks. Of course, there are artworks like the Infinity Mirror Rooms, in which you are entering a space which surrounds you and let you feel the infinity of space. But in the same time, I think she is one of the artists who are really able, as the title of this great artwork says, I saw in the universe a bucket of love, a bouquet of love. So the title says she's able to look in the universe, and very often I feel that she's able to look under the surface of things and surfaces of life and see the matrix of life, the whole structure of how everything is connected. And this feeling is a deeper understanding of immersion. You can see it also in paintings, who are really not immersive formats traditionally. You can say, okay, there is a immersion tradition in the Hindu religion of mantra pictures or something like this. But if you say more immersive is the environment, then you can say behind the environment is a spirit of understanding the immersive dimension of life, and Gaia in a more complex sense of what is a system that is connecting everything, that has no real limits and borders. So this is something that the exhibition offers very strongly in various examples to feel that. And of course for us, Kusama could have been a part of our exhibition Welt ohne Aus, and of course we presented their immersive environments from Lucio Fontana or from Doug Wheeler or Larry Bell, and in the same time and context the work of Kusama was growing with the same, let's say, techniques of changing our recognition of the world, of our position in the world. When preparing this retrospective in Berlin, did you try to find local connections to Kusama? Für mich war es wirklich ganz wichtig zu wissen, dass Kusama Berlin liebt und das für sie auch einer der Gründe war, warum sie zugestimmt hat, dass wir hier diese Ausstellung machen können. Sie hat in ihren Jahren in Europa und Deutschland keine Ausstellung in Berlin gehabt. Und so haben wir uns wirklich auf die Ausstellungen konzentriert, die sie in Essen, in Gelsenkirchen und dann europaweit auch in Den Haag und in Stockholm hatte. Wie erklären Sie sich, dass Yayo Kusama mit ihren Werken so lange so präsent sein kann? Kusama hat eindeutig Kunstgeschichte geschrieben und ich glaube, sie ist eine der Künstlerinnen, die wirklich sehr vorausgedacht hat. Und wenn wir sehen, was sie in den späten 50er und 60er Jahren schon gemacht hat, Installationen wie diese, wo es wirklich um das Erfahren von Unendlichkeit geht, von dem sich verbinden mit dem Werk, der wirkliche Einsatz des Körpers, das Sinnliche, sich selber einschreiben eigentlich in ihre Kunst. Also wenn man auch sieht, dass es die Ausstellung schön zeigt mit dem großen Prinz, dass es kaum eine Installationsaufnahme gibt, wo Yayo Kusama nicht selber drin ist. Und wenn wir uns heute die Selfie-Kultur anschauen, Social Media, dann würde ich sagen, dass das eigentlich Yayo Kusama damals schon gemacht hat. Und zwar nicht aus einem Narzissmus heraus, sondern weil sie wirklich dieses Interesse hatte zu zeigen, dass man sich in diesen Werken auch verlieren kann.
und sollte und diese neuen Perspektiven dann entwickeln kann. Und so glaube ich, dass Sie eben heute auch so eine große Resonanz bei den jüngeren Leuten findet, weil man sich damit so verbinden kann. Interessant allerdings bei Yayoi-Kusama auch, dass sie das wirklich noch mit ihren physischen Räumen machen möchte. Also dass sie nicht die Künstlerin ist, die jetzt selber auch im virtuellen Raum aktiv sein möchte. Thomas Oberender, how do you experience Kusama's work in relationship to biological and natural life? Ich antworte diesmal auf Deutsch. Also ich glaube, dass Stefanie Rosenthals Ausstellung auch eine Entwicklung deutlich macht. Also dass biologische Formen, dass vegetative Formen eigentlich ganz am Anfang ihrer Arbeit standen. Das kann man vielleicht aus biografischen Hintergründen erklären, dass sie aus einer Familie stammt, die Samen gezüchtet hat, die sozusagen auf der Ebene der Arbeit, aber auch des Lebensortes sehr dicht verbunden war mit Wachstum, mit Pflanzen. Und gleichzeitig finde ich, dass Kusama einfach ein Phänomen ist, weil sie in einer doch sehr einsamen und dann vergleichslosen Weise eine Form von Offenbarung scheinbar hatte, die im Grunde diese Gitter- und Punktstrukturen, man kann sagen, einerseits aus der pflanzlichen, aus der vegetativen Welt übernommen hat, aber ausdehnt auf die ganze Form von Dasein überhaupt. Das ist ja auch sozusagen die Entgrenzung, die ihre Arbeitsprozesse auslösen, dass sie rausgeht aus dem Museum, dass sie Pflanzen an Straßen, Bäume, auch bei uns im Vorplatz kann man das sehen, mit einbezieht, dass sie sozusagen durch die Mauern hindurchschaut und auch noch die Bäume und die Lebewesen, die sozusagen außerhalb der Institutionen existieren, in ihre Arbeit reinholt. Und ich denke, das ist etwas, was man als das Positive auch spürt, was von ihrer Arbeit ausgeht, dass sie mit diesen Kräften eine Verbindung hat, dass sie die zeigen kann als Strukturen und dass sie auch diese unglaubliche Vitalität zum Ausdruck bringt. Und das tut uns natürlich in dieser Situation besonders gut. Aber es hat auch einen Grund, dass sie in dieser Situation ihre Ausstellung quasi in einen Zusammenhang bringt mit Corona, mit einem Virus, das uns über Leben ganz anders nachdenken lässt. Stefanie Rosenthal, Sie sagen im Pressematerial, dass Sie besonders die Gemälde und Zeichnungen aus Matsumoto faszinieren. Was genau finden Sie darin so berührend? Also gerade diese frühen Arbeiten von Yayoi Kusama, die sie in ihrer frühen Zeit in Matsumoto gemacht hat und dann auch in der Ausstellung gezeigt haben, zeugen einfach auch von ihrer Fertigkeit, Gemälde zu schaffen, die sich ganz direkt, finde ich, auch mit unserem eigenen so Unterbewusstsein verbinden, wo man merkt, dass sie einen starken Einfluss auch vom Surrealismus hatte, dass sie sozusagen das unter der Erde zeigen möchte, dass uns unter die Haut geht. Und das ist etwas, was sich wirklich durch das gesamte Schaffen weiterzieht. Also ihr Interesse an der Botanik, ihr Interesse an dem Wachsen und diese Formen, die sich eben in diesen frühen Arbeiten zeigen und die wir jetzt auch dann in den ganz späten wiedererkennen, anders, aber trotzdem in dieser sozusagen Tiefe, die mich eben und auch fast Dunkelheit, die in diesen ganz frühen Arbeiten vorhanden ist. As things move digital, how will this curation be articulated in the digital space? Was für uns sozusagen die Pandemie wirklich eine Möglichkeit gegeben hat, ist, dass wir eben die Ausstellung jetzt auch 3D aufnehmen können und es virtuelle Rundgänge gibt. Das ist zum einen für uns sozusagen dieser Vorstoß in den digitalen Raum. Wir haben einen digitalen Guide, der uns durch die Ausstellung führt, der zusätzliche Informationen gibt. Und natürlich gehen wir davon aus, dass unsere Besucherinnen die Ausstellung weitertragen werden und das tun, wofür ja Kusama auch im letzten Jahrzehnt so berühmt geworden ist, dass man sich selber auch gerne mit diesen Arbeiten zeigt. Thank you. I think it was very important for us when considering how this exhibition would be represented outwardly.
that it would be sort of in communion with Kusama's vision of sort of sharing a positive message and sharing her vision of, you know, of love actually. On that note, it's the perfect exhibition to see wherever you are in the world, even if you can't see everything on site, to access it through social media and through the website that we're building and through the 3D scans, etc. We believe, I think, that it's all sort of in concert with Kusama's vision for her art. Thank you very much. We hope you've enjoyed this digital press conference for the Yayoi Kusama exhibition. Thank you, Thomas Obrander. Thank you, Stephanie Rosenthal. And we look forward to hosting you here in Berlin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.